Vorgang, über den wir phantasmatisch schon öfter gesprochen haben und praktisch nichts anderes wiedergibt als das, was bei leiblichen, reproduktionsfähigen in der Abzweigsabsprießung ständig passiert, nämlich in jenen Autoerotismus, in diesen präödipalen Abschnittsautoerotismus zurückzukehren, indem sie selber das Abzuschneidende abschneiden, um damit wieder in eine phantasmatische Dualität oder phantasmatisch sogar Einheit einzukehren, welche das Urbild vor dem Proton Pseudos ist, also praktisch die vorödipale Phantasma der ozeanischen Einheitlichkeit, die ja beim Menschen nie vollständig zu erreichen ist, aber unter Elidierung von Sprache und Denken der Körper selbst herzustellen vermag, zumindest wenn man zu den Leiblichen gehört.